hatten die Kieler dann noch. 95. Spielminute, Marvin Ducksch. Der Wahnsinn an der Förde. Das Holstein-Stadion bebt. 5 Minuten drüber und die Störche rasten aus. Thiel mit dem Last-Minute-Punkt beim Zweitliga-Comeback. Zweite Hälfte, Holstein im Angriff mit Drexler. Der hat unheimlich viel Platz. Drexler, dann Leverenz und Ducksch 2-1. Riesenaufregung und Theater in Ingolstadt. Was war passiert? 17. Saisontor von Ducksch. Die Ingolstädter außer sich. Sie waren der Meinung, die Kieler hätten den Ball ins Ausspielen müssen. Achten Sie gleich auf Cohen, der hier behandelt wird. Die Ingolstädter waren selbst im Angriff. Oben rechts konnte Cohen nicht mehr mitmachen. Aber ohnehin ja ein Witz. Der DFB hatte vor der Saison doch die Mannschaften angewiesen, den Ball nicht mehr absichtlich ins Aus zu spielen. Also mangelndes Fairplay kann man den Kielern gar nicht vorwerfen. Die waren jetzt in der Spur und Ingolstadt halt mit. 68. Minute, 1-3, Eigentor Levels. Nieland sah nix, hatte keine Schnitte gegen den abgefälschten Freistoß von Ducksch. Nimmt eine ganz andere Richtung der Ball und somit das 3-1. Die Ingolstädter mit einer ganzen Reihe an Eckbällen versucht noch mal ranzukommen. Matip, guter Kopfball, noch bessere Parade von Kromholm. Und dann gab es 3 Ecken in Folge für die Ingolstädter, allesamt gut verteidigt von den Kielern. Und dann kam der Konter über Ducksch, der Platz hat, der den Ball perfekt in den Fuß von Schindler spielt. Und die Kieler sind so cool vom Tor. An diesem Nachmittag ist fast jeder Schuss drin. 4-1 in der 72. Minute. Saisontor Nummer 12 für King Schindler. Und damit war die Sache natürlich erledigt. Kiel wieder mit einer Reaktion nach einer Niederlage. Und es wurde für Ingolstadt sogar noch ein bisschen schlimmer. 74. Minute. Kaum noch Gegenwehr von Ingolstadt. Drexler darf auch noch mal. Drexler darf auch noch mal nach Vorarbeit von Ducksch. Das 1-5. Höchste Heimniederlage in der zweiten Liga für den FC Ingolstadt. Da war null Gegenwehr mittlerweile bei den Ingolstädtern. Der Knackpunkt war vielleicht diese Situation. Unter Zugzwang. Sie brauchten dringend ein Tor für Platz 3. Ducksch. Drexler, klasse mit der Hacke, wieder Ducksch, Tunnel Ducksch, Tor Ducksch. 77. 125 Sekunden nach dem 0-1. Drexler überragend mit der Hacke und dann Ducksch gegen Bormuth. Der sah das schon kommen, dass er den Tunnel bekommt. Versucht die Beine noch zu schließen, aber Ducksch kriegt ihn trotzdem irgendwie durch. 18. Saisontor. Er ist der Top-Torjäger der Liga und das war der Treffer, den sie brauchten. Das Tor in die sichere Relegation. 1-1 am Ende. Jens Westen mit dem Kieler Keeper.